Hallo und herzlich willkommen zur Race Preview zum DTM-Rennen am Red Bull Ring. Ja, Spielberg steht an, das vorletzte Rennwochenende der Saison steht an, damit die dritt- und viertletzten Rennen der Saison. Und ja, der Titelkampf schwitzt sich zu, auch wenn man sagen muss, da haben wir schon einen Fahrer, der sich ja langsam aber sicher ein bisschen vom Feld absetzen konnte. Reden wir natürlich später in aller Ausführlichkeit drüber. Jetzt aber natürlich erstmal zur Strecke. Der Red Bull Ring liefert eigentlich immer sehr, sehr spannende Rennen, egal in welcher Motorsportkategorie, und ja, ist dementsprechend auch sehr, sehr beliebt aktuell. Wir kennen ihn natürlich vor allem aus der Formel 1, da wurde er schon früher sehr, sehr häufig gefahren. Nachdem die Strecke dann umgebaut wurde, kam er 2014 zurück und ist bis da oder seit daher auch fester Bestandteil des neuen Kalenders, teilweise ja sogar mit mehreren Rennen pro Saison, zumindest während der Pandemie. Und wir kennen die Strecke natürlich auch aus der Motorrad-WM, genauso wie aus zahlreichen GT-Serien, unter anderem eben auch der DTM natürlich. Ja, der Red Bull Ring macht natürlich vor allem aus, dass die Strecke relativ kurz ist, aber sehr, sehr gute Überholmöglichkeiten dafür bietet. Wir haben einige Geraden mit harten Anbremsphasen, was natürlich immer sehr, sehr gut ist zum Überholen. Ansonsten haben wir einen technischen Mittelsektor, wo man ja, gerade mit den GT-Boliden eigentlich auch durchaus Chancen hat, hier mal den einen oder anderen Angriff zu setzen, der vielleicht mit einem Formelauto nicht möglich wäre. Dementsprechend finde ich, ist Red Bull Ring vor allem für die GT-Klassen eigentlich immer eine sehr, sehr klasse Strecke. Andererseits dürfte die Strecke auch ein taktisches Element mehr reinbringen, denn dadurch, dass die Strecke eben so kurz ist, mit gerade mal 4,3 Kilometer und nur 10 Kurven, hat man eben so ein bisschen das Problem, dass wenn man hinten im Feld ist und seinen Pflichtboxenstopp absolviert, dass man da relativ große Gefahr läuft, sehr, sehr schnell überrundet zu werden. Dementsprechend dürfte es da einiges an Durcheinander bei den Boxenstops geben. Und ja, ist eben so ein kleines taktisches Element, was es hier im Red Bull Ring noch extremer gibt als auf vielen anderen Strecken. Ansonsten wird es eine ja, Besonderheit an diesem Rennwochenende geben, die jetzt zwar nichts mit der aktuellen DTM quasi zu tun hat, aber für die Zukunft der DTM. Und zwar wird es mehrere Testläufe des neuen vollelektrischen Prototypen der DTM, dem DTM Electric, geben. Und da gibt es auch eine neue Entwicklung, und zwar hat man sich da jetzt entschieden, in welche Richtung das Sounddesign des Autos gehen soll. Man wird da nicht mit Lautsprechern arbeiten, sondern mit einer anderen Technik, die mehr oder weniger Motorengeräusche von einem E-Motor ja, simuliert und an die Karosse abgibt. Karosserie ist eine sehr, sehr interessante Technik. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das anhören wird. Sophia Flörsch wird die Pilotin des Autos sein, die eben an den Renntagen Samstag und Sonntag jeweils 20 Minuten wohl damit über die Strecke fahren soll und ja, testen und Meinungen sammeln soll. Ja, ansonsten sind wir hier natürlich in Österreich, in der Steiermark. Das heißt, es ist das Heimrennen für Lukas Auer, Thomas Breining und Philipp Eng, genauso wie natürlich das ein oder andere Team. Beim letzten Mal konnte Red Bull hier aber eine Art Heimsieg sichern, denn da war es der Ferrari von Liam Lawson im Jahr vom Red Bull, beziehungsweise Alpha Tauri gesponserten Ferrari, der sich hier den Sieg holen konnte. Das Starterfeld sollte relativ gewohnt aussehen. 27 Autos dürften am Start sein. 8 Mercedes, 6 Audi, 4 Lamborghini, 5 BMW, 2 Ferrari und 3 Porsche, so wie wir das aus den letzten Rennen gewohnt waren. Da sollte es eigentlich keine großen Veränderungen geben. Gaststarter wie zuletzt sind jetzt auch anscheinend nicht mehr erlaubt, weil es eben jetzt in den in die entscheidende Phase der Saison geht, will man das anscheinend nicht mehr zulassen. Aber ja, dementsprechend haben wir natürlich vollen Fokus auf die Tabellensituation, die aktuell wie folgt aussieht. Das ist an der Spitze Sheldon van der Linde. Der Tabellenführer hat 130 Punkte bislang gesammelt und sich tatsächlich schon einen Abstand von 32 Punkten auf Lukas Auer aufbauen können. Also da sehr, sehr starke Leistung. Konnte ja in den letzten Rennen auch meistens sehr, sehr gut punkten. Und dementsprechend überrascht es nicht, dass er jetzt an der Tabellenspitze ist. Auf Platz 3 folgt dann noch René Rast, 2 Punkte hinter Lukas Auer. Und 2 Punkte hinter René Rast folgt dann wiederum Mirko Bortolotti, der natürlich zuletzt
gerade am Nürburgring einige Punkte ziemlich verschenkt hat. Wird da sicherlich nicht sehr begeistert sein, dürfte aber immer noch Chancen haben. Also gerade auf den Plätzen 2 bis 4 ist es sehr, sehr eng. Auch danach ist nicht viel Abstand. Da ist es wirklich sehr, sehr umkämpft. Eigentlich die einzige Ausnahme davon ist wirklich die Tabellenspitze, die doch relativ klar gerade bei Sheldon van der Linde im BMW liegt. Aber auch da könnte natürlich ein Ausfall oder sogar einen Doppelausfall sehr, sehr schnell viel ändern. Dementsprechend ist es hier für ihn vor allem wichtig, natürlich weiterhin solide Punkte mitzunehmen und sich keine Fehler zu erlauben. Ja, kommen wir auf die Übertragung und die Wettervorhersage zu sprechen. Die Übertragung natürlich wie gewohnt auf ProSieben oder RAN.de natürlich zu verfolgen. Ich würde da persönlich RAN.de empfehlen, weil es ein kostenloser Livestream ist, wo ihr dann im Rennen die Werbung nicht habt, wenn ihr die einmal durchlaufen lasst. Die Rennen werden jeweils Samstag und Sonntag von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr stattfinden. Die Übertragung geht jeweils um 13 Uhr los. Der Wetterbericht sieht auch ganz spannend aus. Da haben wir nämlich am Samstag erstmal relativ angenehmes Wetter, 17 Grad, relativ kalt, aber überwiegend bewölktes Wetter mit 0% Regenwahrscheinlichkeit. Am Sonntag wird es dann aber richtig ungemütlich, 12 Grad, leichter Regen mit 80% Regenwahrscheinlichkeit, während wir jetzt hier als Dritter auf dem Podium unser Rennen beendet haben. Ja, also auf jeden Fall da unterschiedliche Wettervorhersagen, könnte sehr, sehr spannend werden, wie sich das am Rennwochenende entwickelt. Könnten wir wirklich zwei komplett unterschiedliche Rennen haben. Die Renndistanz dürfte wieder bei 55 Minuten plus einer Runde liegen, nicht wie zuletzt in Spa bei 50. Und dementsprechend, denke ich mal, seid ihr hoffentlich gut informiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.